Hi Natsu, was geht? Wir sind grad am Waldtempel. Du, 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 habe ich irgendwie ganz oft diese Kampfmusik von Zelda. Think fast, Nut Attack. Ja. Dum, 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 dum. Geht den ganzen Tag irgendwie. So, guck mal, da oben haben wir noch eine. Da oben ist so ein Felsblock. Wie mache ich den jetzt kaputt? Und ist da irgendwas drunter? Gute Frage, nächste Frage, ne? Meint ihr, da können wir mit einer Krabbelmine irgendwie ran? Oder man kommt da oben irgendwie auf den Baum, auf den Baumstumpf drauf? Können wir da uns irgendwie so an die Kante hängen? Ja, eher nicht so, ne? Ich find's halt komisch, dass da so ein... Diese Kampfmusik bräuchte ich, wenn mein Chef anruft. Das ist auch geil. Gibt bestimmt eine Sprungplatte. Ah, falsches Spiel. Ach so. Ja, natürlich. Ist da jetzt was? Da ist nichts, ne? Aha. Cool. Ah ja. Wir haben es zumindest herausgefunden. Schade. Hätte ja was Cooles sein können, oder? So. Okay. Ach du Scheiße. Hier geht's gleich wild los. Ich rerolle mal, ja? Und gucke erstmal, was bei rumkommt, weil wir haben ja einen Dungeon betreten. Aber. Ja, natürlich. Das, was ich gerade überhaupt nicht gebrauchen kann, anvisieren ist nicht erlaubt. Was ist, wenn da jetzt ein super geheimer Höhleneingang ist? Meinst du echt? Moin, bin wieder da. Hallo, Merni. Willkommen zurück. Bestimmt unsichtbare goldene Feder vorhanden. Ah. Gar keinen Bock auf anvisieren. Also nicht anvisieren. Kommt jetzt halt auf die Gegner an, die so kommen. Gegen den Geist ist halt auch richtig eklig. Waldtempel, Musik, Gänsehaut. Ja, Waldtempel ist super, ne? Lieb ich auch. Okay. Tschüss, mein Freund. Alle Gegner tot. Und eine Schatzkiste gibt's auch noch. Obendrauf. Sehr schön. Ich finde cool, dass die Schatzkisten so golden sind. Also im Original sind die einfach nur brown. Wie so ein Brownie. Aber hier... immer sogar ein Schlüssel. Im Original war es, glaube ich, auch ein Schlüssel, den wir hier bekommen haben. Wahnsinn. Kann man hier auch hochklettern? Ist das im Original auch so? Hm. So, okay. Weiter geht's, ne? Würde ich sagen. Let's go. Ich habe anvisiert. Ah, ich trottel! Komm her, mein Freund. Düdel-düdel. Ba-ba-ba-bam. Na komm. Okay. Sind wir bei 20 Minuten, glaube ich, ne? Ah, das ist auch... Oh, wenn man das immer macht, das ist einfach nur... Plus, warum plus 10? Warum plus 10? Nee, 20 sind wir. 20 haben wir jetzt.
Aber anvisieren ist auch so eine Sache, das ist so ein Reflex einfach, wenn du anfängst zu kämpfen und da ist ein Gegner und du siehst den gelben Punkt da über seinen Kopf, bäm, drückst halt hinten drauf, ne? Ist halt einfach so. Warum sind da Fackeln? Aua. Gut für uns, schlecht fürs Lindmädchen. So, wir könnten geradeaus durch. Was können wir hier so machen? Aber ich kann wieder rollen. Guck mal, Leute. Ich rolle. Guckt mal. Guckt mal. Ich darf rollen. Guckt mal. Okay, da brauchen wir einen Bogen. Da brauchen wir einen Bogen. Okay, da passiert nichts. Hier kommen wir auch nicht hin. Wir können auch mal die Ecken abchecken. Ich höre eine Skuldi, glaube ich. Rollen darfst du. Ich rolle schon gut, ne? Guck mal. Zack. Jawoll. Warte mal, irgendwo habe ich gerade eine Skuldi gehört. Ich glaube, die ist da oben drauf. Okay, also wir können geradeaus durch oder links lang. Ach, ist das schön, wieder zu rollen, Leute. Okay, hier brauchen wir Schlüssel. Naja, Natsu, alles Gute nachträglich. Alles Gute nachträglich. Aua. Aua. So. Okay, was jetzt? Oh, na klar. Ohne anvisieren, Mann. Ich wünsche mir meinen Rollen zurück. Also nicht rollen. So. Ich habe einen Schlüssel, ja. Aber ich wollte erstmal hier lang gehen. Weil hier kriegen wir vielleicht auch einen. Au! Okay. Die haben wir zerlegt, Leute. Also so mit der Schild nach vorne Attacke, Pieks-Attacke, sind die eigentlich auch ganz geil zu zerlegen. Anvisieren würde trotzdem besser gehen. Nur mal so als Hinweis, ne? Anvisieren ist toll. So, jetzt haben wir zwei Schlüssel. Sehr schön. Danke. Die wäre ich nicht normal. Warum? Du darfst doch anvisieren. Was? Wir bekommen dann halt einfach bloß 5 Minuten. Danke für den Tipp, Kitsune. Das ist ein blöder Geist. So, tschüss. Fee? Warum ist hier eine Fee? Oh nein, ich höre einen Schattengrabscher. Oh. Genau, der Stream geht jetzt bis 20.20 Uhr. Sonst müsste ich nochmal 7 Jahre arbeiten. Also, ich bin jetzt so alt wie Tingle. Mann, das ist eine Fake-Skuldi. Oh Mann. Okay. Was ist denn das da oben?
Da oben ist eine Skuldi. Eine echte. Aber... komm ich da dran? Ganz knapp vielleicht. Jo, okay. Ja, wir haben eine neue Skuldi. Nummer 33. Juhu. Okay, da brauche ich auch einen Bogen. Ansonsten... krasse Abkürzung. Oh Gott. Okay, den haben wir zerlegt. Sehr schön. Ich hoffe doch, Lady Makoros, du schwebst nicht mit einem Luftballon über der Straße und verkaufst Karten. Kreditkarten. Aber bitte mit Schnurrbart. Okay, hier war jetzt nichts weiter. Alles klar. Hier war doch ein Schalter, oder? Der macht wahrscheinlich das Feuer aus. Ich höre, dass das Feuer aus ist, ja. Okay. Da oben ist ein Stein. Wir müssen jetzt quasi erstmal den Weg nach oben finden. Gute Frage, nächste Frage. Okay, warte, hier war doch... hier war mal eine Leiter. Okay, hier kann ich mich mit dem Enderhaken hochziehen. Kululimpa! So, hier haben wir einen Schalter? Was? Hä? Ah. Okay. Verstehe. Den soll ich hier hinten runterschieben, oder? Kann das sein? Nimm dich aber vor dem Jungen in grüner Tunika in Acht. Ich habe gehört, die machen gerne Ballons kaputt. Ja, das wird leider nichts dazu. Tut mir leid. Da musst du dir was anderes wünschen. Okay, ich glaube, ich muss den hier rüberziehen. Damit ich dann... was ist das? Was für ein Geräusch, ey. Alter. Am Rad drehen? Ja, da bin ich doch dabei. Das darfst du dir wünschen. Gerne. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bitteschön. Glück gehabt. Danke. Mann, nicht alles kaputt, Zelda, Junge. Ja, es hat sich komisch angehört, ne? Kann ich den runter? Zufällig? Okay, ich glaube, das bringt nichts. Finde ich gut, danke, Leute. Danke, danke, danke. Okay, das Feuer. Da ist ein Schalter. Heißt, wir müssen... ich mache das, glaube ich, mit einer Bombe. Da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Warte mal, was ist denn hier? Hier komme ich nicht hoch. Oh, hier ist ja auch was. Kann ich hier was schieben? Hier kann ich nicht schieben. Hä? Wo bin ich eigentlich gerade? Okay, ich bin verwirrt. Sei dir gegönnt, der Tempel ist schwer genug. Okay. Also. Ich lege jetzt hier eine Bombe hin und renne schon mal los. So, Feuer ist jetzt erstmal aus. Shit. Zack. Schnell auf den Schalter. Was macht der Schalter? Kiste? Wo ist die Kiste erschienen?
Hä? Habt ihr gesehen, wo die Kiste erschienen ist? Habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht gecheckt, wo das passiert ist? Aua. Ach da. Ich sehe schon. So, ich hoffe, da ist ein Schlüssel drin. Hey, Eva hat eine Mickey-Chair verschenkt und Jens ist ein Mitglied geworden. Jetzt halt die Frage, ob Eva sich was wünscht. Wünscht sich Eva einmal zu drehen? Oder behält es noch ein bisschen? Behält sie noch ein bisschen Glück für mich? So. Dankeschön, Eva. Vielen lieben Dank. Oh nein, ist noch einer. Achso, ich darf ja wieder analysieren. Hab ich gerade das mitbekommen. So, zack. Und einmal. Sehr schön. Alle free auf einmal. Haben die nicht früher mal Geld fallen lassen? Was ist denn hier eigentlich? Ah ja, okay, ich weiß, wo wir sind. Bitte, Jens darf drehen. Er hat doch eine Mitgliedschaft. Okay. Jens, möchtest du gerne drehen? Hier passiert doch irgendwas, oder? Ach, da ist noch so einer. Okay, hi. So, zack. Wirbelattacke. Feuer frei. So, alle drei auf einmal. Down. Sehr schön. Ich glaube, Jens ist gerade nicht am Start. Aber ich würde sagen, Eva, wir drehen einfach mal, oder? Aha. Ja, ich habe da was eingefügt. Zack. So. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben da wieder die Schatzkiste, wir brauchen da einen Schlüssel, das haben wir ja alles. Haben wir hier unten sonst noch irgendetwas? Finden wir gut. Nö, ne? Hier unten ist sonst erstmal nichts weiter. Ah ja, aber der Schattengrabscher kommt. Marco, hallihallo. Schön, dass du da bist. Oh, ich hoffe, wir bekommen jetzt demnächst mal den Bogen. Das wäre schon ziemlich geil. Hier können wir jetzt eh nichts machen gerade. Okay, jetzt kommt auf jeden Fall ein Fight. Was wird auf uns zukommen, Leute? Ja, ich sehe schon. Das Schöne ist, ich darf wieder anvisieren. Das ist eigentlich voll mies, oder? Die dürfen nämlich da drauf laufen hier. Aber ich nicht. Schattengrabscher klingt auch so falsch. Wieso? Das ist der Mann, der unterm Bett hockt. So, was passiert jetzt? Wer kommt? Zwei Stück, oder? Ja. Ah, Alter, was? Ich bin gleich tot, ne? Herzchen. Shit. Alter, hört mal auf mich zum Kreisen, Leute. Was ist denn los mit euch? Herzchen. Okay. Boah, Frame-Einbrüche. Okay. Atopia, hallihallo. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, habt Stream gerade entdeckt, findet das sehr interessant. Ich lasse ein Abo da und schau mal öfter vorbei. Muss aber leider schon wieder los. Okay, dann schönen Abend auf jeden Fall noch. Danke, dass du vorbeigeschaut hast.
Also ich finde, den Kampf haben wir gut gemeistert, oder? Das lief ganz gut. Ah, so. Hä? Ach nö. Nein, was will ich denn damit?